Nun sind wir schon bei Fehler Nummer 5 im Schnellkrafttraining. Und dieser Fehler ist, dass man, also man hat im Prinzip schon eine Sache richtig gemacht, und zwar, dass man ein Krafttraining absolviert als Sportler. Der Fehler, den man jetzt noch begehen kann, ist, dass man kein zielgerichtetes Krafttraining für seinen Sport absolviert. Und dann müssen wir uns erstmal fragen, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Unsere Zielsetzung ist es ja, mit Hilfe der Kraftsteigerung, das heißt, die Kraft ist eine Zubringerleistung für unseren Sport, unsere sportlichen Fähigkeiten zu verbessern, unsere sportliche Leistung zu verbessern. Und dafür brauchen wir vor allem funktionelle Muskelmasse. Und das bedeutet, dass wir nicht nur die Muskelmasse besitzen, sondern auch wissen, wie wir sie sportartspezifisch bei den Bewegungen richtig einsetzen können. Und dafür muss ein Krafttraining bestimmte Anforderungen erfüllen, und es müssen vor allem auch bestimmte Übungen gemacht werden, die halt, damit alle Sachen, die wir für die sportliche Leistung dann auch benötigen, trainiert werden können. Was trainiert werden muss, ist einmal die Maximalkraft, die Startkraft, die Explosivkraft, die Reaktivkraft und, was auch sehr wichtig ist, sind Rumpfkraftübungen, das heißt für Stabilisation, aber auch dynamisch, beispielsweise mit Medizinbällen, und gleichzeitig auch noch Gleichgewichtsübungen, eventuell mit Kraftlasten. Hierfür gibt es dann verschiedene Trainingsgeräte, zum Beispiel Balance Pad, Gymnastikball. Die sorgen alle für eine Instabilität. Man kann sehr viele verschiedene Übungen auf ihn ausführen und sie erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Und dadurch, dass viel Stabilisation und Gleichgewicht mit reinkommt, ist das funktioneller für den Sport, beispielsweise beim Basketball, wo wir auch Gegnerkontakte haben, wo wir den Körper nicht nur wir da sind, sondern auch Gegner, die uns berühren, die uns schieben. Das gleiche beim Fußball und Ähnlichem. Jetzt möchte ich einfach mal aufführen, welche Merkmale ein nicht zielgerichtetes Krafttraining für unseren Sport erfüllt. Also woran ihr also unterscheiden könnt, ob euer Training schon richtig ist oder vielleicht nicht. Und da wäre das erste: zu viel Training an Geräten anstelle von Freihanteln. Und zwar ist es hier einfach so, dass Freihanteln die natürliche Bewegung unserer Muskeln erlauben und vor allem meistens auch Mehrgelenksübungen sind. Da komme ich später nochmal drauf zu, jetzt geht es erstmal um die Freihanteln. Aber bei den Freihanteln sind auch Stabilisation spielt eine Rolle, das heißt, wir müssen viel stabilisieren, weil wir nicht geführt werden von der Maschine. Und auch die Bewegungsmuster sind aufgrund der Drehpunkte für uns besser. Das heißt, Freihanteltraining ist dem Gerätetraining vorzuziehen, und da würde ich besonders auf viele Bauchtrainingsgeräte und Rückentrainingsgeräte halte ich für nicht sehr sinnvoll, da sie einfach total unphysiologisch sind und für einen Sportler eigentlich nicht wirklich in Frage kommen und dementsprechend auch keine funktionelle Muskelmasse hervorbringen. Also ein weiterer Punkt ist, den ein schlecht organisiertes Krafttraining erfüllt, ist zu viel Training im Hypertrophiebereich, das heißt im Muskelmasseaufbautrainingsbereich. Diesen Trainingsbereich, der ist sinnvoll, wenn wir Muskelmasse aufbauen möchten, aber er ist nicht das Ziel, Muskelmasse aufzubauen, ist nicht der alleinige Zweck des Trainings, sondern wir wollen funktionelle Muskelmasse aufbauen. Das heißt, unser Krafttraining muss auch gleich so gestaltet sein, dass wir diese Muskelmasse richtig einsetzen können auf dem Spielfeld. Das bedeutet also, unseren Fokus liegt eigentlich auf Maximalkrafttraining, Rumpfkrafttraining und Stabilisation, Gleichgewichtsübungen. Das ist eigentlich unser Trainingsfokus und der Hypertrophie, das heißt die Muskelmasseaufbau, die wird zielgerichtet eingesetzt. Das Ganze findet sowieso immer im Wechsel statt, Hypertrophie, Maximalkraft und so weiter. Nur der Fokus ist einfach anders als bei einem Bodybuilder. So, weiter sind natürlich Isolationsübungen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, sind schlechter als Mehrgelenksübungen. Und das liegt einfach daran, dass wir im Sport nie nur ein Gelenk bewegen. Also, oder zumindest ist es sehr selten, dass es Sport angibt, wo nur ein einziges Gelenk und damit relativ wenige Muskeln beteiligt sind. In der Regel haben wir Drücken oder Schlagen, oder wir haben Springen, wo wir dann Sprunggelenk, Hüfte, Knie, Wirbelsäule mit drin haben und sogar noch die Schulter. Und wir haben Werfen beim Basketball, wo wir auch die Kraft aus den Beinen kommt. Das heißt, wir arbeiten immer mit sehr vielen Gelenken in Kombination. Und das heißt, wir möchten natürlich auch möglichst unsere Krafttraining so machen, dass wir möglichst viele Gelenke kombinieren, weil dadurch wird es zielgerichtet. Ein weiterer Punkt ist, dass kein Schnellkraftanteil im Krafttraining gesetzt wird. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel eine ganz wichtige Übung meiner Meinung nach für das Training, für Sport im Kraftraum, ist das Umsetzen. Das heißt,
diese Bewegung, wo man die Hantel hochflippt. Das ist eine sehr wichtige Übung, um die Schnellkraft und die Explosivkraft zu trainieren. Ähnlich ist auch Box Squats, das heißt, dass man mit der nicht einen normalen Kniebeuge absolviert, sondern mit etwas weniger Gewicht, vielleicht 50-60%, runtergeht bei der Kniebeuge, sich auf einen Kasten setzt und dann von dort aus der Ruhe hochgeht. Das sind zum Beispiel so Trainingsübungen, die an Schnellkraftanteile setzen könnten. So, ein weiterer Punkt, der auch ein schlechtes Krafttraining ausmacht, ist zu hohes Volumen und falsche Trainingshäufigkeit unter der Woche. Zu hohes Volumen heißt, wenn ich dann zum Beispiel 12, 16 Sätze mache pro Muskelgruppe, das ist für einen Sportler und auch für einen Bodybuilder nicht gut. Ein Sportler selbstverständlich, weil einfach die Regenerationszeit unnötig verlängert wird und man länger Muskelkater hat und man länger sich erschöpft fühlt und dadurch nicht den Sport richtig ausführen kann. Und eine optimale Satzzahl liegt so zwischen 3 bis 5 direkten Belastungen für eine Muskelgruppe in einer Trainingseinheit. Das heißt, wenn wir dann Bankdrücken machen, was ich 5 setze, dann haben wir die Schulter schon ein bisschen blass. Das heißt, wir machen jetzt vielleicht noch passiv, zum Beispiel beim Frontdrücken oder so oder beim Overhead Press, noch vielleicht 3 Sätze oder so, damit wir nicht die passive Belastung noch bis ins Unendliche hochschrauben. Das heißt, das muss man mit berücksichtigen. Direkte Belastung und passive Belastung. Und eine weitere Sache ist die Trainingshäufigkeit. Ein Bodybuilder sollte, ich habe es in anderen Videos schon gesagt, 2 bis 3 Mal pro Woche trainieren. Ein Sportler 2 Mal die Woche. Eine Muskelgruppe reicht völlig aus. Deswegen muss ich jetzt auch korrigieren. Es ist nicht die Trainingshäufigkeit, sondern vor allem die Trainingshäufigkeit einer Muskelgruppe entscheidend. Ich kann auch 12 Mal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, wenn ich halt jeden Muskel 2 bis 3 Mal trainiere als Bodybuilder oder 2 Mal als Sportler. Ein weiterer Punkt, der ein schlechtes Krafttraining ausmacht, ist, dass zu wenig Rumpfmuskulatur trainiert wird. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Stabilisationsübungen, Gleichgewichtsübungen trainieren auch häufig die Rumpfmuskulatur mit. Die müssen einen sehr hohen Stellenwert im Training haben. Und vor allem als Anfänger, es gilt zuerst, die Rumpfmuskulatur aufzubauen und dann die primären Bewege, also Prime Movers, Oberschenkel, Po, Waden und so weiter zu trainieren. Eine weitere Sache, die auch noch ein Krafttraining beinhalten sollte, wenn man es periodisiert über mehrere Wochen macht, sind regelmäßige Pausen vom Krafttraining. Da sage ich jetzt mal, man kann so alle 6 Wochen mal vielleicht mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen oder auch alle 4 Wochen, je nachdem wie man will und auch wie die Zielsetzung ist im Training, dass man vielleicht sagt, okay, macht jetzt mal eine Woche Krafttrainingspause und fokussiert wieder Technikverbesserungen. Das sind solche Dinge, die eingebaut werden sollten. Die Trainingspause kann dann zwischen 4 und 13 Tagen. Krafttrainingspause ist okay, ist auch gut. Das nennt man dann Detraining. 13 Tage oder 7 bis 13 Tage ist sogar sehr gut, weil dadurch Muskelfasern, ich weiß nicht, ob es in diesem Video war, in einem anderen Video schon mal gesagt, es gibt 3 verschiedene Muskelfasern und durch Krafttraining verschieben wir die schnellsten Muskelfasern zu den etwas weniger schnellen Muskelfasern und diese Verschiebung geht wieder ein wenig zurück zu den schnellen. Aber sie sind dann dicker dadurch, dass sie trainiert haben. Das heißt, es ist sinnvoll, eine Trainingspause zu machen, um dann danach noch schneller zu sein und noch explosiver, noch bessere Schnellkraftwerte zu erreichen, weil sich die Muskelfasern wieder hin zu den ganz schnellen verschieben, aber durch das Training nun dicker sind als vorher. Das heißt, mehr Kraft entfalten können. So. Ein weiterer Punkt, der im Krafttraining häufig gemacht wird, sind dieses Kraftausdauerbereich-Training im Kraftraum. Das heißt mit 15 Wiederholungen und mehr. Ist für Schnellkraftsportler also eigentlich nie sinnvoll. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, wo man das machen kann. Ansonsten aber nicht zielführend und nicht sinnvoll. Und sie können sogar kontraproduktiv sein, wenn man nicht weiß, wie man die Kraftausdauer richtig trainiert. So, und ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesen Punkten, könnt ihr euch hier euren Trainingsraum mal anschauen, könnt mal abhaken, welchen Punkt ihr vielleicht erfüllt, um den dann vielleicht zu korrigieren und euren Trainingsplan so zu optimieren und so eure Leistung beim Sport zu steigern.